Ja, hallo, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge K&K, Karoli und Kuran. Mein Name ist Mario Karoli. Wie einige von euch wissen, sind mein Freund und Kollege Avelino Kuran und ich schon länger in der Lehre tätig. Wir haben damals im Studium noch die Pharmakologie-Tutorien gemacht zusammen und fühlen uns der Lehre sehr verpflichtet und machen das mit Leidenschaft. Und hier auf unserem Channel werden wir uns verschiedenen Themen widmen. Wir haben schon ein paar Videos zu Basics hochgeladen und es gibt jetzt auch einen Part Infektiologie und ich bringe heute ein infektiologisches Thema, ein sehr spezielles Thema, das hämolytisch-uremische Syndrom, das zur Gruppe der thrombotischen Mikroangiopathien gehört. Warum dieses spezielle Thema? Nicht, weil es häufig ist, es ist eine sehr seltene Erkrankung oder Erkrankungskomplex, aber ich habe relativ rezent eine Präsentation bei einem Kongress darüber gehalten und da dachte ich mir, wenn ihr die Präsentation schon habt, dann kann ich sie genauso gut aufnehmen für unseren Channel. So, jetzt geben wir mal den Bildschirm frei. Schauen wir mal, ob das gut funktioniert. Ja, es geht. Starten wir mal die Präsentation. Gut, also hämolytisch-uremisches Syndrom. Wie viele vielleicht von euch noch wissen, gab es 2011 diesen Outbreak in Deutschland, wo initial die Gurken verdächtigt wurden, dass die Auslöser waren für diesen EHEC, assoziiertes hämolytisch-uremisches Syndrom. Dann waren es die bösen, bösen Sojasprossen und letzten Endes hat sich herausgestellt, dass es vermutlich der Bockshornklee war. Dabei Bockshornklee-Käse unglaublich schmackhaft. So, was erwartet uns jetzt hier? Wir werden uns Folgendes anschauen. Zuerst muss ich den Laserpointer hier noch aktivieren. Wir werden uns heute anschauen ein paar physiologische Grundlagen, die Einteilung der thrombotischen Mikroangiopathien, die sehr komplex ist und vielfältig sein kann. Spezifische Formen schauen wir uns an. Und dann gibt es noch einen Exkurs bezüglich der SARS-CoV-2 Impfung assoziierten Thrombosen, aber das bitte mit Vorsicht zu genießen im Sinne von, das ist der Stand Mai 2021 ist und sich das gegebenenfalls die Information diesbezüglich noch ändern wird, die Evidenzlage. Und dann gibt es Take-Home-Messages. Was jetzt in diesem Vortrag auch noch dabei ist, wir werden hier oder ich habe hier 5 Multiple-Choice-Fragen eingebaut, die habe ich auch für diesen anderen Vortrag gebraucht, das habe ich sie gleich drin gelassen. Und ihr könnt da quasi mal auf Pause drücken und euch selber überlegen, was die richtige Antwort ist und dann erst wieder auf Play drücken. Wir starten gleich mit einer ersten Frage. Durch welche Symptomtrias sind denn die thrombotischen Mikroangiopathien eigentlich charakterisiert? Ist es eine Thrombozytose und eine autoantikörpermedierte hämolytische Anämie und ein Nierenversagen? Ist es eine Thrombozytopenie, Diarrhö-Transaminasenanstieg? Ist es die Thrombozytose, eine mechanische hämolytische Anämie und neurologische Symptomatik? Ist es die Thrombozytopenie, eine mechanische hämolytische Anämie und ein Nierenversagen? Oder ist es eine Thrombozytopenie, Thrombosen und Transaminasenanstieg? Jetzt auf Pause drücken, überlegen, antworten. Die Lösung ist Nummer 4. Thrombozytopenie, mechanische hämolytische Anämie und ein Nierenversagen. Also, das hämolytisch-uremische Syndrom, wie schon gesagt, gehört zur Gruppe der thrombotischen Mikroangiopathien und das ist die Trias. Die mechanisch-hämolytische Anämie. Im Blutausstrich würde man Fragmentozyten sehen. Und eine hämolytische Anämie, wie erkennt man die? Natürlich, Hämoglobin fällt ab. LDH wäre erhöht, weil LDH ist ja in den Erythrozyten. Die zerplatzen, LDH würde steigen. Haptoglobin wäre erniedrigt, weil Haptoglobin das Hämoglobin bindet. Und wir hätten noch eine Bilirubinerhöhung. Und das wäre das indirekte Bilirubin, das unkonjugierte Bilirubin, das erhöht wäre. Nur zur Wiederholung. Die Thrombozytopenie, die Thrombozyten haben einen Wert von 150.000 bis 350.000 und alles unter 150.000 wäre Thrombozytopenie. Und je nachdem, welche Art der thrombotischen Mikroangiopathie es ist, kann die Thrombozytopenie nur ein bisschen ausgeprägt sein oder
oder wirklich massiv ausgeprägt sein, bis zu 20.000, wie bei der TTP zum Beispiel. Und dann gibt es noch Endorganschäden. Das ist meistens die Niere oder neurologisch und da hängt es auch davon ab, um welche Symptome es sich handelt, zum Beispiel das EHEC, das enterohämorrhagischer E. coli-assoziierte Hus, die dieses Shiga-Toxin haben. Die sind häufiger mit Nierenbeteiligung assoziiert. Hingegen ist die TTP, die thrombotisch-thrombozytopenische Purpura, häufiger mit neurologischen Symptomen vergesellschaftet. Aber das ist alles überlappend. Es gibt multiple Einteilungen und Subtypen, aber bevor wir uns auf diese stürzen, wiederholen wir noch kurz die Physiologie der Gerinnung. Wir erinnern uns, wenn jetzt irgendwo im Gefäß Endothel ein Schaden entsteht, verbindet sich der Van Willebrand-Faktor mit dem Kollagen und die Thrombozyten binden mit dem GP1B95 an den Van Willebrand-Faktor, gehen eine Konformationsänderung ein und zeigen auf ihrer Oberfläche her das GP2B3A, mit dem sie sich weiter vernetzen können mit anderen Van Willebrand Molekülen, die herumschwirren im Plasma. Die Thrombozyten selbst können über Granula, die sie haben, ADP ausschütten und ADP aktiviert die Thrombozyten über den P2Y12-Rezeptor. Und hier haben wir natürlich unsere Inhibitoren. Pharmakologisch greifen wir ein in der Thrombozytenaggregationshemmung mit dem Clopidogrel, Ticagrelor und Prasugrel über den P2Y12-Rezeptor. Inhibition und der Thrombozyt kann auch noch über Thromboxan A2 aktiviert werden und da greifen wir ein mit unserem guten alten Aspirin, mit dem Thromboas, mit den 100 Milligramm, indem wir die Cyclooxygenase in den Thrombozyten hemmen und somit die Thromboxan-Synthese hemmen. Es gibt auch noch antiaggregatorische Mediatoren, also Moleküle, die Thrombozytenaggregation hemmen, wie Stickoxide oder Prostaglandin I, das Prostacyclin. Man darf sich die Thrombozytenaggregation und das Gerinnungssystem nicht voneinander separiert vorstellen. Es ist ein System, das ineinander greift und miteinander interagiert. Und so kann auch Thrombin, das der aktivierte Faktor 2 quasi, über Protease-aktivierte Rezeptoren auch die Thrombozytenaggregation fördern. Also auch das Gerinnungssystem, das plasmatische, aktiviert die Thrombozyten. Relevant für später ist dann noch, dass man wissen muss, dass dieser Van Willebrand-Faktor, man hat immer ein gegenregulatorisches System und wenn zu viel von dem da ist oder das wird vom Körper durch eine sogenannte Protease, durch die ADAMS-13-Protease, wird dieser Van Willebrand-Faktor gespalten, damit die Gerinnung nicht überschießend ist. Habe ich jetzt einen Mangel an dieser ADAMS-13-Protease, habe ich eine verstärkte Thrombozytenaggregation und Aktivierung. Und das ist zum Beispiel der Pathomechanismus von der thrombotisch-thrombozytopenischen Purpura, wo ich einen ADAMS-13-Mangel habe, der kann angeboren, aber auch erworben sein. Aber dazu kommen wir später noch im Detail. Dann die Gerinnungskaskade. Wir wenden es jetzt nicht ganz im letzten Detail durch, nur wir erinnern uns. Wir haben einerseits, wenn das Gefäß endothelial geschädigt ist, den Tissue-Factor, der sich mit dem Faktor 7 verbindet und Faktor 10 aktiviert. Faktor 10 und Faktor 5 aktivieren Faktor 2. Und der Faktor 2 kann, wie gesagt, auch die Thrombozyten aktivieren. Aus den Thrombozyten kommen dann unter anderem Faktor 5 und Faktor 8. Und, das habe ich vorher vergessen zu erwähnen, der Van Willebrand-Faktor stabilisiert ja den Faktor 8. Das ist auch eine essentielle Aufgabe des Van Willebrand-Faktors. Dann Faktor 8 und Faktor 9 können sich verbinden und auch wieder den Faktor 10 aktivieren. Das machen sie vor allem auf aktivierten Thrombozyten, die durch ihre Konformationsänderung eine negative Oberfläche bekommen und in Kombination mit Calcium diesen Komplex bilden und den Faktor 10. Faktor 10 und Faktor 5 aktivieren dann zusammen wieder den Faktor 2. Und Faktor 2 macht das Fibrinogen Fibrin und die Gerinnungskaskade ist komplett. Und ich habe natürlich verschiedenste
Gegenregulationsmechanismen, die antithrombotisch wirken, wie zum Beispiel APC oder APS oder Thrombomodulin. Okay. Das ist eine vereinfachte Darstellung der Gerinnung. Das muss man sich immer wieder durchlesen. Ich habe es auch schon oft durchlesen müssen. Ist aber unglaublich spannend und ich empfehle jedem, das wirklich regelmäßig zu wiederholen oder quasi sich an der Ästhetik der Gerinnungskaskade zu erfreuen. Ein weiteres komplexes System oder relevantes System für den weiteren Vortrag ist das Komplementsystem. Wir erinnern uns, das Komplementsystem ist Teil des angeborenen Immunsystems und hilft somit quasi bei der Attacke von Krankheitserregern. Und wir haben drei Aktivierungsmechanismen. Die Endstrecke des Komplementsystems ist immer der MAC, der Membrane Attack Complex. Das ist ein Zusammenschluss von Proteinen. Das ganze Komplementsystem hat mehr als 30 Proteine und dieser MAC, der stanzt mir Löcher in die bakterielle Zellmembran. Das ist die Endstrecke von dem Ganzen. Darüber hinaus sind einzelne Komponenten von diesem Komplementsystem noch als Anaphylatoxine tätig. Und Anaphylatoxine, die sind zuständig einerseits für die Gefäßpermeabilität, aber auch fürs Anlocken von Neutrophilen und anderen Immunzellen. Also es sind quasi Kommunikatoren des Immunsystems. Wir haben drei Möglichkeiten, das zu aktivieren. Es gibt den klassischen Pathway über Antigen-Antikörperkomplexe, die über C1Q die C3-Konvertase aktivieren. Es gibt den Lektin-Pathway, wo ich quasi das mannose-bindende Lektin habe, das sich an Oberfläche von Bakterien oder Krankheitserreger binden kann und dann über verschiedene Serinproteasen die C3-Konvertase aktiviert. Und dann gibt es einen alternativen Pathway, wo spontan immer ein bisschen C3 konvertiert wird und immer das Komplementsystem spontan sich aktiviert, aber durch gegenregulatorische Mechanismen im Zaum gehalten wird. Und zwei relevante Faktoren sind in diesem gegenregulatorischen System sind Komplementfaktor H und Komplementfaktor I. Kann man sich vielleicht merken, H für Hemmung, I für Inhibition. Ich weiß nicht, ob die wirklich deshalb so bezeichnet wurden, glaube ich nicht, aber man kann es leicht merken so. Und die gegenregulieren quasi das Komplementsystem, falls es überschießend wird. Und jetzt ist es interessant, in jedem von diesen Einzelelementen kann man Mutationen haben, angeboren, oder man kann auch Störungen erwerben. Und wenn das Komplementsystem dann durch einen externen Trigger, eine Infektion, angestoßen wird, kann es dazu führen, dass es nicht mehr adäquat gehemmt werden kann und es ist überschießend aktiv und führt dann zu komplementassoziierten Varianten eines hämolytisch-uremischen Syndroms. Zum Beispiel kann man aber auch Antikörper erwerben gegen Komplementfaktor H und wenn die Hemmung wegfällt, habe ich eine überschießende Reaktion. Es gibt mittlerweile auch ein Medikament, das ist schon älter, ich weiß nicht wie alt, aber es gibt ein Medikament, das Eculizumab. Das greift ein ins Komplementsystem und ist bei allen komplementassoziierten Formen des hämolytisch-uremischen Syndroms eine potenzielle Therapieoption. Aber dazu kommen wir noch später. Gut, wir haben schon gesagt, die Trias ist eine hämolytische Anämie, eine mechanische mit Fragmentozyten und nochmal kurz wiederholt, LDH ist hoch, indirektes Bilirubin ist hoch, Haptoglobin ist niedrig, Hämoglobin ist niedrig. Thrombozytopenie, Endorganschäden. Die Einteilungen sind vielfältig, eben angeborene versus erworbene, typisch, atypisch. Es gibt auch überlappende Formen quasi. Bleiben wir gleich hier zum Beispiel der Adams-13-Mangel, haben wir schon gesagt. Adams-13-Protease spaltet den Van Willebrand-Faktor. Da gibt es angeborene Formen, aber auch erworbene Formen. Früher hat man zwischen typischem und atypischem Hus unterschieden. Typisches Hus hat man gesagt, Durchfall plus Hus ist gleich typisch. Kein Durchfall und Hus ist gleich atypisch. Von dieser Definition kommt man immer weiter weg, weil das Atypische, kommen wir nachher noch dazu, da werden verschiedene Subtypen subsumiert.
Es gibt primäre und sekundäre Formen. Sekundäre Formen sind vor allem bei Erwachsenen anzutreffen, wie zum Beispiel bei einer malignen Hypertension, im Rahmen einer Organtransplantation oder einer Autoimmunerkrankung. Es gibt komplementassoziierte Formen und auch die können angeboren und erworben sein. Und natürlich für mich als Infektiologen die infektassoziierten Formen ganz, ganz spannend. Und zu denen werden wir nachher auch noch genauer kommen. Hier sieht man eine schöne Übersicht. Hier im Bild eben die infektassoziierten, einerseits das STEC-assoziierte HUS, Shigatoxin E. coli, hämolytisch-uremisches Syndrom. Ganz interessant, schauen wir uns noch genauer an. Pneumokokken-assoziiertes HUS, selten, aber ein sehr ästhetischer Pathomechanismus. Ein HIV-assoziierte thrombotische Mikroangiopathie sieht man heutzutage sehr selten, weil HIV mittlerweile sehr, sehr gut therapierbar ist. Aber durchaus eine Differentialdiagnose bei manifestem AIDS. Dann sieht man hier primäre erworbene hereditäre Ursachen. Eben, es gibt einen erworbenen Adams-13-Mangel. Das ist die TTP, die halt erworben ist, wo ich Antikörper gegen diese Protease entwickle. Oder es gibt auch eine Adams-13-Variante, die angeboren ist. Und es gibt auch noch andere angeborene Varianten, wie die Diacylglycerol-Kinase-Epsilon-thrombotische Mikroangiopathie. Bei Kindern kommt die vor allem vor. Und auch Cobalamin-Defizienzen kommen hauptsächlich bei Kindern vor. Und dann gibt es eine große, große Gruppe an sekundären Ursachen, eben wie vorher schon gesagt, die maligne Hypertension, Autoimmunerkrankung, der Lupus, es ist immer der Lupus dabei, Drug-induced TMAs gibt es auch, das schauen wir uns nachher auch noch an. Ganz, ganz spannend, Pathomechanismus meistens unklar, aber muss man beim Erwachsenen im Hinterkopf behalten. Onkologische Grunderkrankungen können eine Prädisposition sein, aber auch Knochenmarkstransplantation. Und auch für die Nephrologen unter euch, es gibt auch glomerulare Diseases, die mit einer TMA einhergehen können, beziehungsweise schädigt die TMA ja auch die Niere. Was ist Täter, was ist Opfer? Und auch schwangerschaftsassoziierte Formen gibt es. Und auch das HELLP-Syndrom zählt eigentlich zu den thrombotischen Mikroangiopathien. Hier ist eine andere Gegenüberstellung. Gibt viele, viele Publikationen, Reviews, wo man sich verschiedene Gegenüberstellungen und Klassifikationssysteme anschauen kann. Immer hier unten mit der Literatur könnt ihr selber dann auch durchlesen, die einzelnen Publikationen, wobei ich die hier am besten finde von allen, die ich gelesen habe. Gut. Eine Klassifikation, die vielleicht ist noch, die immer weiter diskutiert wird jetzt in der Literatur ist, von diesen ganzen, die es gibt, Eculizumab, sensitive oder empfindliche versus nicht empfindliche Formen, weil eben in unterschiedlichsten Varianten schon gezeigt wurde, dass Eculizumab, dieser Komplementinhibitor, eine Rolle spielen kann. Auch beim infektassoziierten HUS, beim STEC-HUS zum Beispiel, gibt es immer mehr Hinweise, dass vielleicht Eculizumab eine Rolle spielen könnte, aber das können wir uns nachher schauen wir uns nachher noch genauer an. An dieser Übersicht finde ich gut, das atypische HUS, wie gesagt, dieser Terminus sollte eigentlich vermieden werden, weil es extrem unspezifisch ist. Was heißt das schon atypisch? Das sind verschiedene Erkrankungen subsumiert und oft wird es eben das atypische mit dem komplementassoziierten HUS synonym verwendet, weil es auch die größte Gruppe dran ist, aber man sollte eine präzise Terminologie verfolgen. Diese Grafik finde ich ganz gut. Warum? Weil man hier wirklich schön sieht, in welchem Alter kann ich mit welcher Erkrankung rechnen. Und eben die Diacylglycerol-Kinase-Epsilon-HUS eher bei Kindern, auch Cobalamin bei Kindern, Pneumokokken-HUS eher bei Kindern, STEC-HUS Kindern und jungen Erwachsenen möglich. Aber auch dieser Outbreak 2011, da waren primär Erwachsene betroffen und weniger Kinder. Das komplementassoziierte HUS kann in jedem Lebensalter auftreten. Die genetische Penetranz von diesen Erkrankungen ist sehr unterschiedlich. Dazu kommen wir später aber noch genauer. Und hier nochmal die sekundäre Formen und die Autoimmune TTP,
die hauptsächlichen Formen beim Erwachsenen. Und ich als Internist bin natürlich primär interessiert an Erwachsenenerkrankungen, werden uns aber trotzdem auch viele von diesen Erkrankungen im Detail anschauen oder ein paar davon. Gut, das hämolytisch-urämische Syndrom bei Kindern wird primär ausgelöst durch Shiga-Toxin produzierenden E. coli. Wir erinnern uns, STEC, EHEC und VTEC ist vollkommen synonym zu verwenden. Shiga-Toxin produzierende E. coli, enterohämorrhagischer E. coli oder Verotoxin produzierender E. coli. Und dieser E. coli hat dieses Toxin durch Phagen bekommen. Bakteriophagen, wir erinnern uns, das sind Viren, die Bakterien befallen. Ist auch ganz spannend, habe auch schon mal einen Vortrag darüber gehalten, werde ich vielleicht eh auch aufnehmen für ein K&K. Und da können auch Toxine eben weitergegeben werden und das war in diesem Fall, ist bei diesen Stämmen der Fall gewesen. Dann gibt es komplementvermittelte Formen noch häufig bei Kindern und das Pneumokokkenkuss heißt in 5% der Fälle, aber es ist unglaublich selten. Bin gespannt, ob ich das jemals sehen werde. Bei Erwachsenen gibt es eben keine genauen Zahlen, die vorliegend sind. Meistens sind sekundäre Formen oder die Adams-13-Protease abhängigen thrombotischen Mikroangiopathie. Jetzt sind wir beim STEC, beim Shiga-Toxin E. coli Hus angelangt. Noch einmal, es ist die Symptomatik, ist die Trias, mechanische hämolytische Anämie mit Fragmentozyten, Thrombozytopenie und Endorganschaden. Und der Endorganschaden ist primär nephrologisch in dieser Erkrankung. Warum, schauen wir uns gleich an. Häufig, primär vor 2010 und in Lateinamerika, ist es dieser E. coli, der Stamm, O157 gewesen, aber es nehmen auch Non-O157 Stämme zu und vor allem der 104er Stamm ist einer, der zunehmend ist und der auch beim Outbreak 2011 eine tragende Rolle gespielt hat. Die Inzidenz ist selten, es sind ca. 2-3 pro 100.000 der unter 3-Jährigen davon betroffen. Man sieht auch hier, die kleinen 18-Jährige sind seltener betroffen, weil es eben eine Erkrankung des Kindesalters ist. Die Pathophysiologie, es gibt im Körper den GB3-Rezeptor, der heißt auch CD77 und dieses Shiga-Toxin bindet an den CD77-Rezeptor und führt somit zu einer toxischen Wirkung auf verschiedenen Zellen des hämatologischen Systems, auf rote Blutzellen, aber auch auf Leukozyten. Und es führt auch in der Niere, habe ich nämlich auf den Podozyten und auf den Mesangialzellen und auf den Tubuluszellen auch den CD77-Rezeptor. Und das erklärt wunderbar, warum diese Shiga-Toxin-assoziierten Formen so stark nephrotoxisch sind, weil sie direkt die Niere schädigen. Natürlich muss man noch sagen, was haben diese Patienten häufig vorausgehend? Eine blutige Diarrhoe. Und bei der blutigen Diarrhoe habe ich natürlich auch einen Flüssigkeitsverlust. Also habe ich hier zwei Aspekte, die direkt nephrotoxischen Aspekte plus den Flüssigkeitsverlust durch die Diarrhoe. Und als dritten Aspekt noch, das haben häufig Kinder. Und was haben Kinder, wenn sie krank sind, häufig? Eine Trinkunlust. Das heißt, ich habe auch zusätzlich noch weniger Flüssigkeitszufuhr. Das erklärt mir mit Sicherheit im Zusammenspiel die große oder die ausgeprägte Nephrotoxizität von dieser Erkrankung. Interessant ist noch, dass dieses Shiga-Toxin zu einer Expression von P-Selektin führen kann. Und dieses P-Selektin aktiviert das Komplementsystem wieder. Und deshalb scheint es auch so zu sein, dass das Komplementsystem auch beim STEC-assoziierten Hus eine Rolle spielt, wenn auch eine untergeordnete. Wie gesagt, diesem STEC-Hus geht normalerweise eine blutige Diarrhoe voraus. Aber ganz wichtig ist jetzt, nicht jeder Patient mit einer STEC- oder EHEC-assoziierten Diarrhoe hat auch ein hämolytisch-urämisches Syndrom. Es sind nur ca. 5-10% der Fälle entwickeln ein Hus und bei Ausbrüchen sind es auch mehr. Also nicht jeder Patient, der jetzt ein Shiga-Toxin produzierenden E. coli hat, entwickelt ein Hus. Also wenn man selber mal betroffen ist, muss man nicht gleich in Panik geraten, ich schieße mir jetzt die Niere ab. Nein, das ist nur bei gewissen Prozentsatz.
Viele Patienten haben auch neurologische Symptome. Bei Kindern sind es etwa 20%. Bei dem Outbreak 2011, wo primär Erwachsene betroffen waren, hatten 50% ZNS-Symptome. Das kann sein von Verwirrung bis hin zu Bewusstseinstrübung, aber auch fokale neurologische Ausfälle wie Halbseitenzeichen oder auch eine Sprachstörungen, epileptische Anfälle, alles kann das machen. Interessant wäre, warum ist das sowieso am Erwachsenen häufige neurologische Symptome? Ich weiß es nicht. Meine Hypothese dazu ist, vielleicht ist es so, bei Kindern kleiner 3 Jahren lassen sich vielleicht fokale neurologische Defizite weniger leicht bestimmen. Hingegen bei einem Erwachsenen, wenn der plötzlich eine Sprachstörung hat, ist es leichter fassbar. Vielleicht ist es das der Punkt. Wie diagnostiziert man das? Man macht eine Stuhlkultur zum Erregernachweis oder man kann eine Stuhl-PCR machen und das Toxin nachweisen. Und wir bei unserer Abteilung haben zum Beispiel das von BioFire, das Diarrhoe-Panel oder das, ja, da gibt es verschiedene Panels, da gibt es ein Pneumonia-Panel, es gibt ein Panel für Meningitis und es gibt auch ein GI-Panel, wo man die häufigsten Erreger von Durchfallserkrankungen nachweisen kann und da können wir auch dieses Toxin nachweisen. Wenn man dann im Hintergrund, wenn man retrospektiv wissen will, ob es der war, ein STEC-assoziiertes Hust, kann man natürlich auch eine Serologie machen. Interessant ist natürlich für uns noch, wann passiert das ungefähr. Also der Patient oder Patientin hat jetzt eine blutige Diarrhoe mit einem STEC-Hust und circa 3 bis 10 Tage danach würde dann das Hust auftreten nach der Diarrhoe. Was ist die Therapie? Es gibt keine kausale Therapie. Die Therapie ist einfach Flüssigkeit. Flüssigkeitsmanagement ist essentiell. Das reduziert die ZNS-Beteiligung, das reduziert die Nierenbeteiligung. So leicht kann es sein. Die Frage, die sich der Infektiologe immer stellt, oder der Infektiologe stellt sich wirklich die Frage. Eigentlich sollten sich alle die Frage stellen. Ist es wirklich notwendig, ein Antibiotikum zu geben oder nicht? Und die Frage bei der, prinzipiell muss man sagen, Durchfallerkrankungen brauchen ja normalerweise keine antibiotische Therapie. Die Ausnahme ist natürlich jetzt die Clostridien, die eine Therapie benötigen würden. Es kann sich jeder kurz überlegen, womit man, welche Antibiotika häufig Clostridien auslösen, welche, wie man Clostridien behandeln würde. Das ist ein kurzer Exkurs. Clostridien-Diarrhoe hat man häufig nach Antibiotikern, die mit C anfangen, kann man sich leicht merken. Das ist das Clindamycin, das sind Cephalosporine, das sind Quinolone und das Coamoxiclav. Das sind häufige Auslöser von Clostridien-assoziierter Diarrhoe nach Antibiotikagabe. Und wie behandelt man es? Früher hat man Metronidazol gegeben per Os, mittlerweile gibt man primär Vancomycin per Os oder Fidaxomycin kann man auch geben. Das war jetzt ein kurzer Exkurs. Die Frage ist, geben wir jetzt Antibiotika beim STEC-assoziierten, bei der STEC-Diarrhoe? Eher nicht. Warum nicht? Weil bakterizide Antibiotika ist die Idee, wenn ich diese E. colis abtöte, zerplatzen sie, setzen ihr Toxin frei und das freigesetzte Toxin bindet halt an seinem Zielrezeptor, dem CD77 oder GB3 und schädigt die Niere und sonstige Endorgane. Fluorquinolone sollte man auch nicht geben in dem Kontext. Warum nicht? Weil es Daten gibt, dass sie die Toxinproduktion induzieren. Es ist die Frage, was ist mit bakteriostatischen Antibiotika, mit dem Azithromycin, ist das sinnvoll? Kann man sich überlegen, ich zeige nachher noch dazu Daten. Und was ist mit Eculizumab, kann man das auch geben? Ja, gibt es auch zunehmende Daten, dass es vielleicht einen Sinn hätte. Aber trotzdem, es ist die Therapie eigentlich nur Flüssigkeitsmanagement, mehr machen wir nicht. Eine Meta-Analyse hat sich angeschaut, was ist, wenn ich jetzt Leuten mit STEC-Diarrhoe ein Antibiotikum gebe, habe ich ein erhöhtes Risiko, ein Hus auszulösen damit. Hier sieht man über die Gesamtgruppe ein nicht signifikanter Trend, dass Antibiotika schlecht sind in diesem Kontext. Wenn man jetzt nur die Studien herausnimmt, die eine
gute Qualität haben, also ein Low Risk of Bias haben, sieht man eindeutig, dass die Gabe von Antibiotika bei einem Patienten mit einer ST-Diarrhö kontraindiziert sind, weil sie zu einem erhöhten Risiko von einem Hus führen. Eine andere kleine Studie hat sich angeschaut, da gibt es einen Unterschied zwischen Bakteriziden und bakteriostatischen Antibiotika. Wenn man da schaut, ja, die Bakteriziden haben tatsächlich einen negativen Effekt. Bei den bakteriostatischen hingegen ist der Effekt nicht ausgeprägt, beziehungsweise sogar in die andere Richtung verschoben. Ein protektiver Effekt wäre das. Allerdings muss man sagen, die Fallzahlen sind sehr gering und ich rate explizit ab davon, dass man während eines S-Tech, dass man Bakterizide, Antibiotika zumindest gibt, davon würde ich definitiv abraten. Aber was ist jetzt, kann man die irgendwie dekolonialisieren? Weil es kann ja schon, es spielt schon eine Rolle epidemiologisch, was man mit diesen Patienten macht. Oder welche Einschränkungen die haben, weil ein Patient, der jetzt einen S-Tech im Darm sitzen hat, ist ja im Endeffekt potenziell kann der weitere Leute damit infizieren oder anstecken und kann vielleicht, weil es eine meldepflichtige Erkrankung ist, wenn der als Koch oder Kellner arbeitet, unter Umständen muss der zu Hause bleiben und kann die Zeit lang nicht arbeiten. Das heißt, man könnte sich überlegen, kann man den vielleicht dekolonialisieren, und das hat man sich angeschaut und da haben sie versucht, das mit Azithromycin zu machen. Was irgendwie ganz komisch ist, vom ersten Gedankengang her, weil jeder immer weiß, okay, Makrolide wirken eigentlich nicht gegen gramnegative Enterobakterien. Lustigerweise wirken sie aber gegen den enteroaggregativen E. coli und auch gegen den S-Tec E. coli, vor allem auch in der Hemmung der Toxinproduktion. Und hier hat sich schön gezeigt, dass wenn man Azithromycin gibt, dass man die Long-Term Carriage reduzieren kann. Und das ist eigentlich schon sehr beeindruckend, die Zahl, muss man sagen. Kontrollgruppe hat 81% Langzeitträgertum gehabt und Azithromycin 5% der Fälle. Das ist eine NNT von 1,3. Das ist schon sehr beeindruckend, muss man sagen. Aber hier auch wieder KW, kleine Fallzahl und generell eher keine Antibiotika bei STEC-assoziierter Diarrhö geben. Es gibt auch eine Studie, die jetzt am Laufen ist, wo sie sich das explizit nochmal anschauen, Azithromycin bei EHEC oder STEC, wurscht wie man sagt dazu. Und hier noch interessant, wir haben ja schon gesagt, das Shiga-Toxin bindet an sein Zielprotein, den GB3 oder CD77, und schädigt die Niere direkt damit und führt zu einer Expression von Selektin, was das Komplementsystem aktiviert. Und gleichzeitig finde ich schon wieder spannend, dass das Shiga-Toxin den Komplementfaktor H bindet. Und wenn ich den Komplementfaktor H, der hemmend ist, binde, kann das Komplementsystem überschießend reagieren. Das heißt, vielleicht ist auch hier Eculizumab ein potenzielles Therapeutikum. Wie ist die Prognose? Wir haben vor, man kann sich hier merken, die Zahl 1 bis 3. Wie wir vorher gehört haben, sind ca. 1 bis 3 pro 100.000 Kindern betroffen von dem STEC-Hus. Ich habe eine Mortalität von 1-3% und ca. 1-3% haben bleibende End-Stage Renal Disease oder ZNS-Folgeschäden. Die Mortalität bei Erwachsenen ist vor allem bei über 60-Jährigen erhöht, wie das halt leider oft so der Fall ist. Wir sind bei der Frage 2 angelangt. Welche der folgenden Aussagen ist korrekt? Das Pneumokokken-assoziierte Hus ist von allen Husformen das häufigste. Das Pneumokokken-assoziierte Hus entsteht durch Hemmung der Adams-13-Protease. Das Pneumokokken-assoziierte Hus entsteht durch Freilegung des Thomsen-Friedenreich-Antigens. In Österreich sind ca. 10% der Pneumokokken resistent gegen Penicillin. In Österreich sind ca. 10% der Streptococcus pyogenes resistent gegen Penicillin. Jetzt kurz auf Pause drücken, in sich gehen, die Frage beantworten. Ja, es ist richtig. Das Pneumokokken-assoziierte Hus entsteht durch Freilegung des Thomsen-Friedenreich-Antigens. Ein unglaublich spannender pathophysiologischer Mechanismus.
Diese Erkrankung ist sehr selten. Sie kommt circa vor in 1 zu 2 Millionen Fällen, aber infektiologisch, also bringe ich sie. Und wann tritt es auf? Vor allem bei Patienten mit einer schweren Pneumokokkenpneumonie. Und die Literatur sagt, dass bei bis zu 30% der Pneumokokkenmeningitiden kann das auftreten. Das ist schon sehr hoch, muss man sagen, wenn das wirklich so ist. Vielleicht übersieht man es oft und man glaubt, okay, die Thrombozytopenie kommt durch, ist infektassoziiert, was in dem Fall auch stimmt, aber über einen anderen Mechanismus. Und vielleicht fällt es deshalb nicht so auf und ist unterdiagnostiziert. Also, wie ist das genau der Mechanismus? Das Streptococcus pneumoniae hat eine Neuraminidase, ein Enzym, und spaltet so Sialic Acid Reste ab von Blättchen oder von Thrombozyten, von Erythrozyten oder auch vom Endothel kann es oben sein. Und dann bindet dieses binden IgM-Antikörper auf diesem freigelegten Thomson-Friedenreich-Antigen und führen somit zu einer Thrombozytenaggregation und zu einem Huss. Die Therapie ist ganz leicht. Die Therapie ist antibiotische Therapie. Und hier eine Ausnahme, vorher schon gesagt, das Huss ist eigentlich Coombs-Test negativ. Okay, Ausnahme ist das Pneumokokkenhus, das Coombs-Test positiv ist. Der Coombs-Test würde mir eine Autoimmunhämolyse anzeigen. Und die wären hier Coombs-Test positiv. Therapie, antibiotische Therapie. Und jetzt kurz wieder die Frage in den virtuellen Raum. Wie behandelt man Pneumokokken? Mit welchem Antibiotikum? Ganz easy. Penicilline. Das P für Pneumokokken steckt schon drinnen. Pneumokokken sind penicillinsensibel in Österreich zumindest. Wir sind ein Land der Seligen, weil wir haben Pneumokokkenresistenzen weniger als 2% in Österreich, gegen Makrolide ca. 10%. Also Pneumokokken bekommen Penicillin, wenn ich ihn explizit nachweisen kann. Und das Streptococcus pyogenes, der eine Angina tonsillaris macht, oder das Erysipel klassischerweise, der ist überhaupt nicht resistent gegen Penicillin. Das heißt, ich kann hier auch getrost oder soll sogar aus Antibiotic Stewardship Perspektive Penicillin verwenden. Oder von mir ist ein Cephalosporin erste Generation, wenn der Patient eine Penicillinallergie mit Ausschlag angibt. Wir sind angelangt beim nächsten Themenkomplex, den komplementassoziierten Formen des HUS. Hier mal allgemein, das ist auch mit einer Inzidenz von 2 zu 1 Million. Hier auch über die klassische Trias. Die Thrombozytopenie ist allerdings hier etwas milder ausgeprägt. Die Nierenbeteiligung variabel, aber es gibt auch viele extrarenale Symptome bei Erwachsenen wieder und bei Kindern so zu jeweils ein Viertel. Und wie gesagt, es kann nicht nur das ZNS betroffen sein oder die Niere, sondern auch in jedem Organsystem, wo sich eine Thrombose bilden kann, kann das auch sein. Ich kann Hautläsionen haben, ich kann ein akutes Koronarsyndrom haben, Fingernekrosen, periphere Thrombosen in den Akren, überall, alles ist möglich. Wie eingangs schon erwähnt, hat man früher differenziert und gesagt, okay, ein typisches Hus ist ein Hus mit Durchfall, ein atypisches Hus ist ein Hus ohne Durchfall. Aber auch hier bei den komplementvermittelten Formen geht häufig dem Ganzen eine Diarrhoe voraus, weil nämlich das Komplementsystem einen Trigger braucht und der ist häufig infektiologisch, dann wird das Komplementsystem angestoßen, kann sich aber selbst nicht mehr deregulieren, downregulieren und ich habe die Kaskade. Anamnestisch hat man hier oft eine positive Familienanamnese und die Patienten können immer wieder rezidivierende Verläufe haben, ca. 30% der Fälle rezidivieren nämlich. Das kann man nicht immer vorhersagen, was die Therapie dann nachher sehr schwierig macht. Die Diagnostik wäre Bestimmung der Einzelkomponenten des Komplementsystems bzw. der Faktoren und auch Antikörper, weil es gibt eben erworbene Formen gegen den Komplementfaktor H, wo man Antikörper dagegen entwickeln kann. Und eine genetische Diagnostik wäre hier auch notwendig.
Wir sind bei Frage 3 angelangt. Welche der folgenden Substanzen kann beim komplementassoziierten Hus erfolgreich eingesetzt werden? Ist es Cyclosporin, Cefiderocol, Eculizumab, Husatinib, das Hus steckt ja schon drin im Namen, oder Baricitinib? Wieder kurz auf Pause drücken, in sich gehen. Die Frage müsste jeder beantworten können zu 100%. Ja, es ist das Eculizumab. Kurz zu einem anderen, Cyclosporin, Calcineurin-Inhibitor, ja, kennen wir, kriegen vor allem Nierentransplantierte häufig diese Substanz. Die kann selbst eine Drug-Induced Thrombotema auslösen. Cefiderocol wäre ein neues Cephalosporin, das diesen trojanischen Pferdmechanismus hat, wie es so heißt. Warum? Weil es Eisen bindet und dann über Eisentransport in den periplasmatischen Raum reinkommt von gramnegativen Enterobakterien, also von gramnegativen Erregern halt. Dann wird es von Eisen dissoziieren und würde quasi an sein Zielprotein, an die penicillinbindenden Proteine binden und die hemmen. Eculizumab ist richtig. Husatinib ist ein Fake-Name, habe ich erfunden. Und Baricitinib ist ein JAK-Inhibitor, der bei rheumatologischen Erkrankungen eingesetzt wird. Gibt sogar eine Studie in Kombination mit Remdesivir bei Covid-19, ist aber aus meiner Perspektive dort nicht wirklich indiziert. Ich mache einen Covid-Vortrag auch noch, da gehe ich dann näher drauf ein. Hier sieht man nochmal kurz, schön in dieser Grafik, okay, die verschiedenen Aspekte des Komplementsystems, wie sie aktiviert werden können und dass eben oft ein infektiologischer Trigger notwendig ist, der das Komplementsystem aktiviert. Hier am Ende habe ich den Membrane Attack Complex, der mir das Endothel schädigt und somit die Thrombozytenaggregation forciert. Und ich kann, wie gesagt, in jedem dieser Aspekte eine Mutation haben, die mir dann quasi ursächlich ist für mein komplementassoziiertes Hus. Hier sieht man verschiedene Mutationen und die Häufigkeit. Und es ist so, wie vorher schon kurz erwähnt, dass die Penetranz ist sehr unterschiedlich, aber man kann sich hier die Zahl 70 merken. Circa 70% der Patientinnen und Patienten haben bis zum 70. Lebensjahr eine Manifestation ihres komplementassoziierten HUS. Und circa 3% der Patienten haben mehr als eine Mutation. Welche Nebenwirkungen treten jetzt unter Eculizumab auf? Was ist gefürchtet? Ist es Long-QT-Syndrom? Ist es die Meningokokken-Meningitis? Ist es die Agranulozytose? Ist es die Pyelonephritis? Oder ist es der sehr unangenehme Priapismus? Pause drücken, nachdenken. Es ist die Meningokokken-Meningitis. Long-QT macht es nicht. Erinnern wir uns aber kurz, was Long-QT macht. Elektrolytverschiebungen wie eine Hypokaliämie, eine Hypokalziämie, Hypomagnesiämie können Long-QT machen. Antipsychotika machen häufig Long-QT. Makrolide können Long-QT-Syndrom machen. Fluorquinolone, Cotrimoxazol, Voriconazol, Klasse 3 Antiarrhythmika wie Amiodaron, Dronedaron, SSRIs können es manche machen, also Long-QT kann häufig vorkommen, nur mal so zur Wiederholung. Eine Agranulozytose, was sind hier häufige klassische Medikamente? Das Metamizol wenen uns oder das Clozapin oder Colchicin, natürlich alle, die Thyreostatiker können es auch machen, eine Agranulozytose und natürlich verschiedene Zytostatika, was eh logisch ist. Pyelonephritis, gut, brauchen wir es nicht behandeln. Und Priapismus, welche Medikamente können einen Priapismus machen? Das Bupropion zum Beispiel, was ein Antidepressivum ist, das über Dopamin wirkt, Dopamin Reuptake Inhibitor ist. Oder auch das Trazodon könnte auch einen Priapismus machen an Medikamenten. Gibt viele, viele andere Sachen auch, wie Sichelzellenanämie, die essentielle Thrombozytose, die Polycythemie vera kann auch einen Priapismus machen. Man muss ja immer assoziativ denken in der Medizin. Aber wir sind wieder zurück beim komplementassoziierten HUS
und da habe selbst und ich habe hier Aarhus, atypische Soße hingeschrieben, weil es halt oft synonym verwendet wird, aber es ist ja nicht wirklich synonym, nicht zwangsläufig. Was macht man da jetzt? Die Plasmatherapie, also Plasma-Austausch, Evidenz ist mangelhaft. Man gibt eben das Eculizumab in einer gewichtsadaptierten Dosierung und das macht man so schnell wie möglich, weil time is kidney, time is brain, time is essential. Wie lang therapiert man das jetzt? Das ist eine große, große Frage und die ist unklar. Eher Monate, wahrscheinlich mal so 6 Monate, sind 3 bis 6 Monate sind initial notwendig. Das Problem ist allerdings, dass Patienten halt in ca. 30% der Fälle rezidivierende Formen haben. Und was macht man jetzt? Gibt man es mal 3 Monate und dann setzt man ab und dann gibt man es bis zum nächsten Rezidiv. Oder dann kommt ein Rezidiv, dann gibt man es wieder, setzt man wieder ab oder gibt man es ab dem zweiten Rezidiv schon länger, gibt man es ein Leben lang, stretcht man die Intervalle, auch von in denen man es gibt. Das sind alles Fragen, die unklar sind und die dann wirklich, das gehört dann wirklich in die Hände von Expertinnen und Experten. Aber dass ihr wisst, es ist nicht leicht, diese Erkrankung langfristig zu behandeln. Für uns als Infektiologen relevant halt hier die Meningokokkenmeningitis, die auftreten kann als Komplikation. Warum? Weil das Komplementsystem wird benötigt für die Abwehr von bekapselten Bakterien und eben auch die Meningokokken. Deshalb ist die Impfung essentiell gegen alle Stämme, gegen die man impfen kann und auch die Antibiotika-Prophylaxe ab. Und auch hier unterscheiden sich die Empfehlungen. Manche Empfehlungen sagen nämlich, okay, wenn der Patient noch nicht Meningokokken geimpft ist, dann soll ich ihn mal impfen und die ersten 2, 3 Wochen eine Prophylaxe geben, bis die Impfung anschlägt, im Sinne von, dass Antikörper gebildet sind. Andere Empfehlungen sagen, dass man die Antibiotika-Prophylaxe geben soll über die Dauer der Eculizumab-Therapie und andere sagen, dass man sogar 2, 3 Monate darüber hinaus geben soll. Ich würde empfehlen, es mindestens für die Dauer der Therapie zu geben, weil häufig, wir schauen uns das nachher noch an, sind Meningokokkenstämme die Erreger, die nicht durch die Impfung abgedeckt sind. Wenn ich jetzt eine erworbene Form habe und Antikörper gegen Komplementfaktor H, den hemmenden Faktor habe, muss ich zusätzlich eine Immunsuppression machen, eben um die Synthese dieser Autoantikörper zu reduzieren. Wie ist die Prognose? Die Prognose war vor der Prä-Eculizumab-Ära schlecht. Die Mortalität war um die 10% bei Kindern und 4% bei Erwachsenen. Jetzt ist es viel, viel besser. Die Rezidivrate ist aber, wie gesagt, bei ca. 30%. Folgendes. Schauen wir uns kurz diese Evidenz jetzt an. Es gibt keine randomisierten Studien, sondern man kann nur die Vor- und Nach-, die Zeit Prä- und Post-Eculizumab vergleichen. Hier, was ist der Endpunkt? Progression to End-Stage Renal Disease oder Tod ist der kombinierte Endpunkt. Wenn man sich anschaut, bei Kindern mit einer NNT von 5 verhindere ich diesen Endpunkt. NNT heißt Number Needed to Treat, wir erinnern uns. Ich muss 5 Patienten behandeln, um einen Endpunkt, in dem Fall End-Stage Renal Disease oder Tod zu verhindern. Und bei Erwachsenen ist die NNT 2 bis 2,5. Das ist gut. Sehr gut sogar. Die Meningitis eben durch diese Substanz wird ausgelöst, häufig durch non-groupable Meningokokken. Das bedeutet, es ist essentiell, hier eine Meningitis-Prophylaxe zu geben, über die Dauer der Therapie und ein bisschen drüber hinaus. Was man gibt, ist eigentlich relativ wurscht. Wenn man sie anschaut, worauf waren die sensibel? Auf alles waren die sensibel hauptsächlich. Das heißt, man kann ein simples Penicillin geben als Prophylaktikum oder auch Makrolide. Und das ist interessant, Azithromycin hat ja keiner von uns als meningokokkenwirksame Substanz präsent. Das ist ja, das denkt man eigentlich gar nicht. Aber jeder von uns weiß, dass es wirkt bei Gonokokken. Und wenn ich jetzt, das sind ja beides Neisserien. Und wenn es bei den Neisserien im Genitaltrakt wirkt, wirkt es auch gegen Neisserien im ZNS. Aber es wirkt nicht, man würde kein Azithromycin als Therapeutikum bei der akuten Meningitis geben. Aber als Prophylaxe
kann man Makrolide verwenden. Makrolide sind aufgrund ihrer großen Struktur und ihrer ausgeprägten Molekülmasse, penetrieren die nicht gut ins ZNS, aber als Prophylaktikum sind sie einsetzbar bei der Meningokokken-Meningitis bei Penicillinallergie. Sind auch saugut verträglich, deshalb kann man es ja über einen langen Zeitraum geben. Nur der Vollständigkeit halber, was sind noch bakterielle Erreger einer Meningitis? Das könnt ihr kurz wieder auf Pause drücken und nachdenken. Also wir haben als häufigste Erreger die Meningokokken und die Pneumokokken bei Erwachsenen. Bei Kindern und bei ganz Alten, also ganz alt, bei Älteren über 65, über 50 eigentlich, sind nicht alt, aber bei Älteren, sind die Listerien spielen eine Rolle. Bei Kindern noch Haemophilus Typ B, aber den kann man impfen und selber den impft, gibt's das fast gar nicht mehr. Bei Neugeborenen kann es auch noch der E. coli sein häufig oder der Streptococcus agalactiae. Warum? Weil der sitzt im Urogenitaltrakt und wenn das Kind da durchquetscht, inhaliert den Agalactiae und kann damit die Meningitis ausgelöst werden. Nur so als Exkurs. Wir werden auch mal eine Meningitis-Session machen. Keine Sorge, es gibt Stoff ohne Ende für K&K-Vorträge. Wir sind bei Frage 5 angelangt. Welche der folgenden Aussagen ist korrekt? Beim atypischen Hus, ist gleich Komplement assoziiertes Hus, tritt circa in 10% der Fälle eine Diarrhoe im Vorfeld auf. Eine antibiotische Therapie mit Fluoquinolonen senkt das Risiko für einen Hus im Rahmen einer STEC-Diarrhoe. Acitromycin erhöht die Long-Term-Carriage von Patienten mit STEC-positivem Stuhl. Tritt bei Erwachsenen eine thrombotische Mikroangiopathie auf, soll eine Bestimmung der Atem-13-Protease erfolgen oder Eculizumab ist bei allen Formen der TMA wirksam. Pause drücken, nachdenken und wie ihr richtig schon gewusst habt, natürlich ist die Atem-13-Protease-Bestimmung bei Erwachsenen essentiell. Es ist nämlich so, es gibt die thrombotisch-thrombozytopenische Purpura, Morbus Moschkowitz auch genannt, die TTP, 3 von zu einer Million ist die Inzidenz. Es gibt erworbene Formen und angeborene Formen eher bei Kindern natürlich und die erworbenen beim Erwachsenen. Und das ist die Ursache dieser Adams-13-Mangel und wie gesagt vorher schon, Adams-13 spaltet den Van Willebrand-Faktor. Die Symptome hier sind eben die Symptome einer thrombotischen Mikroangiopathie. Hier habe ich als Charakteristikum die ausgeprägte Thrombozytopenie, die wirklich bis auf 20.000 oder weniger runtergehen kann. Die Niere ist meistens nicht so stark eingeschränkt, aber es macht auch häufiger neurologische Symptome. Vielleicht auch wieder, weil es halt die Erwachsenen sind, wo ich leichter neurologische Symptome detektieren kann. Ich würde hier im Serum die Adams-13-Aktivität messen und ist die kleiner 10%, habe ich die Diagnose gestellt. Adams-13-Antikörper kann man noch messen und häufig sind die auch ANA-positiv. Die Therapie der Wahl ist die Plasmapherese. Zumindest war es das bis vor kurzem, die Plasmapherese Mono. Eine der letzten Bastionen der Plasmapherese neben dem Guillain-Barré-Syndrom oder Miller-Fischer. Die angehenden Neurologen und Neurologinnen kennen das. Man macht auch eine Immunsuppression, eben um Antikörper gegen Adams-13 zu hemmen. Und Caplacizumab ist eine neue Substanz, die wir uns jetzt noch anschauen werden. Auch hier sind Rezidive möglich. Was ist Caplacizumab jetzt? Ich finde es ja schon wieder pharmakodynamisch unglaublich spannend. Das ist ja wirklich sau cool eigentlich. Weil wenn man jetzt davon ausgeht, okay, ich habe zu wenig Adams-13-Protease, zu wenig Enzym, das mir den Van Willebrand-Faktor spalten kann, na was mache ich? Dann mache ich einen Antikörper, der mir den Van Willebrand-Faktor bindet und dort bindet, dass er nicht die Thrombozyten aktivieren kann oder schlechter aktivieren kann. Eben, dass er die Interaktion des Van Willebrand-Faktors mit dem GP1B95 verhindert. Und es gibt auch eine Studie dazu, es gibt das Hercules Trial mit 145 Patienten. Das
mag jetzt nicht viel klingen, aber bei der Seltenheit der Erkrankung ist es nicht leicht, es zusammenzubringen. Beziehungsweise, wenn man sich überlegt, wenn man sich mal mit infektiologischen Studien beschäftigt, auch ist dort oft, gerade bei Problemkeimen wie Carbapenemase bildenden Enterobakterien auch, sie haben oft kleine Fallzahlen. Also wenn man oft Studien liest für einen kardiovaskulären Krankheitsbildern, ist man halt verwöhnt mit diesen mehreren tausend Teilnehmern. In vielen Bereichen spielt das halt nicht. Gut, was haben die hier gemacht? Die haben zusätzlich zur Plasmapherese haben sie Caplacizumab gegeben, 10 Milligramm Loading Dose, IV, und dann täglich subkutan versus Placebo für bis zu 30 Tage nach der letzten Plasmapherese. Und der Primary Endpoint war die Normalisierung der Thrombozyten und Freiheit der Plasmapherese für mindestens 5 Tage. Wie hat das Patientenkollektiv ausgeschaut? Das waren Patientinnen im Schnitt so um die 45 Jahre. Und die hatten, wie ihr seht, richtig niedrige Thrombozyten im Median, 24.000. Und die ADAMS-13-Aktivität war bei 85% der Patientinnen kleiner 10%. Die haben zusätzlich meistens auch eine Immunsuppression mit Glukokortikoiden und Rituximab bekommen. Und wenn man sich jetzt den Primary Endpoint anschaut, der war signifikant häufiger in der Caplacizumab-Gruppe. Und wenn man sich jetzt sekundäre Endpunkte anschaut, in den Composite Endpoint oft von Tod oder Recurrence oder einer thrombotischen, Major Thrombotic Event, sieht man auch, mit einer NNT von 3 wird es verhindert. Also 49% in der Placebo-Gruppe versus 12% in der Caplacizumab-Gruppe. Ich bin ein großer Fan von NNTs, also von absoluter Risikoreduktion, nicht von dieser relativen Risikoreduktion. Relativ ist bald immer irgendwas massiv oder ausgeprägt, aber eigentlich geht es um die absolute Risikoreduktion, um die Number needed to treat. Das sind harte Zahlen. Und hier sieht man auch wieder eine NNT von 4 zur Verhinderung eines Rezidivs. Natürlich gibt es da auch Konfidenzintervalle, so ist es natürlich nicht jetzt. Aber trotzdem, hier sieht man auch, vorher wie beim Eculizumab, wo ich eine NNT von 5 hatte oder 2 und 2,5, also 5 bei Kindern und 2 bis 2,5 bei Erwachsenen, habe ich hier auch eine NNT von 3 bis 4. Und dann hat sich noch gezeigt, dass die Substanz die Length of Stay im Krankenhaus und auf der Intensiv reduziert und sie reduziert auch die Tage, wie lange man Plasma Exchange braucht. Natürlich gibt es Nebenwirkungen, wie bei allen Substanzen, weel ich führe hier quasi ein iatrogenes Van Willebrand-Syndrom herbei, weil ich ja den Van Willebrand-Faktor hemme. Und was haben die dann? Schleimhautblutungen im Mund bzw. Nasenbluten. Wir sind schon angelangt im letzten, im fast letzten Teil des Vortrages. Hier sieht man noch eine schöne, einen schönen Entscheidungsbaum. Thrombotische Mikroangiopathien, Nierenfunktion nicht oder minimal, spricht für eine TTP, ADAMS 13 messen, Nierenfunktionsverschlechterung, da muss man schauen, ist es ganz plötzlich, ist es akut oder langsam, und dann muss man schauen, wenn es ganz plötzlich kommt, können es Medikamente sein, und auch wenn es, also schon wenn es ganz schnell kommt, plötzlich können es Medikamente sein, drug-induced, aber auch wenn es langsam kommt, können es ganz drug-induced sein. Und wir sind jetzt im Bereich der drug-induced TMAs. Hier gibt es zwei Formen. Es gibt immunmedierte Formen und toxische Formen. Die immunmedierten kommen schnell. Innerhalb von 21 Tagen plus minus nach Medikamentengabe habe ich den toxischen Effekt. Ich gebe das Medikament und nach 2-3 Wochen habe ich plötzlich meine Trias der thrombotischen Mikroangiopathie, eben hämolytische Anämie, Endorganschaden, Thrombozytopenie. Der Klassiker ist das Kinin, wo tatsächlich das gut beschrieben ist, dieser immunologische Effekt. Durch Antikörperbildung passiert das. Es gibt aber auch toxische Effekte, die erst im Rahmen, nach einer gewissen Zeit passieren. Eben beim Cyclosporin ist das beschrieben. Der genaue Mechanismus ist unklar. Das passiert erst, vielleicht ist ein kumulativer Effekt, der mir eben über einen gewissen Zeitraum dazu führt.
Auch Nierentransplantationspatienten, die halt das bekommen, das Cyclosporin, können eine TMA haben, Cyclosporin-assoziiert, aber auch nicht Cyclosporin-assoziiert, weil die transplantierten Patienten auch ein Risiko dafür haben. Ist selten, aber ist möglich. Was mache ich dann? Muss man sich anschauen, ob man die Dosis reduzieren kann oder ob man es austauschen kann durch eine andere Substanz. Blöd ist halt, dass auch das Tacrolimus, auch ein Klassiker bei nierentransplantierten Patienten, auch eine toxische TMA, Drug-Induced TMA machen kann. Nur kurz zur Auffrischung, Cyclosporin und Tacrolimus, Calcineurin-Inhibitoren, was sind Nebenwirkungen von denen? Die können eben, sind nephrotoxisch, können Blutdruckerhöhung machen und können deren Diabetes machen. Und Cyclosporin würde auch noch zu einer Hypertrichose führen, zu einer Gingiva-Hyperplasie. Tacrolimus macht hingegen noch mehr Dyslipidemien. Andere Substanzen wie das Bevacizumab und Sirolimus können auch eine Drug-Induced TMA machen. Beim Sirolimus ist sogar der Mechanismus gut beschrieben. Das ist ein mTOR-Inhibitor, erwähnen uns, setzt man aber kaum mehr ein. Hier ist es, kommt es zu einer Down-Regulation vom VEGF und das ist die Ursache, warum man hier eine toxische TMA haben kann. Und das erklärt uns auch gleich, warum Bevacizumab, was auch ein Inhibitor vom VEGF ist, auch eine TMA machen kann. Über jede dieser Erkrankungen könnte man jetzt noch viel weiter reden, aber das ist nur mal als Überblick gedacht, dass man es mal gehört hat. So, das ist eine Herangehensweise, wie man jetzt sich dem Problem klinisch nähern kann. Das bringe ich nur, weil hier schön differenziert wird zwischen Kindern und Erwachsenen. Kindern, wie vorher schon gesagt, wenn die eine TMA haben, häufig infektassoziiert, STEC oder Pneumokokken. Und wenn das nicht der Fall ist, soll man natürlich sich auch überlegen, ob es vielleicht nicht doch eine Adams-13-Geschichte ist bei Kindern, ist aber eher selten, oder ob es angeborene Cobalamin-Defizienten sind oder die Diacylglycerol Kinase Epsilon Aspekte, beziehungsweise ob es komplementassoziierte Varianten sind und dann muss man schnell ein Ecolizumab abgeben. Bei Erwachsenen hingegen muss man sich prima eben Adams-13-Protease-Aktivität, Adams-13-Protease ausschließen, Aktivität quasi messen oder sekundäre Ursachen denken. Das ist eine Herangehensweise vom Entscheidungsbaum. Ich finde die besser. Wie gesagt, ich empfehle eigentlich jedem, der sich einlesen will in die TMAs, das Paper, das hier unten zitiert ist, weil es wirklich wunderschön geschrieben ist. Auch hier noch einmal kurz, wir kennen die TMA eben durch HB-Abfall, Plättchenabfall, LDH hoch, HAPT und niedrig und ich habe eben einen Endorganschaden. Wenn mir jetzt nicht gerade irgendwie eine Ursache ins Auge springt, wenn der Patient jetzt nicht gerade einen Blutdruck von 250 hat oder nicht gerade sagt, er hat 3 Tage lang blutige Diarrhö gehabt und jetzt plötzlich hat er das, dann würde ich natürlich bei der Diarrhö ans STEC denken oder würde denken an die hypertensive Entgleisung, in der mit 230, 250 vor mir sitzt, dass das die Ursache ist. Sonst würde ich natürlich mal Adams-13-Protease messen und wenn die kleiner 10% ist, habe ich die Diagnose TTP und ich würde einen Plasma-Exchange machen beziehungsweise Caplizizumab abgeben und ich weiß mittlerweile auch schon, dass es Zentren gibt, die nur das Caplizizumab abgeben und nicht zwangsläufig in Kombination Plasma Exchange und Caplizizumab ab. Aber das ist dann wirklich gehört in Zentren, in spezifische Zentren gehört das behandelt und gemacht. Ist Adams 13 normal? Gehe ich auf die Suche nach anderen Ursachen, die eben sehr vielfältig sein können. Auch Autoimmunerkrankungen können es machen, noch einmal. Es kann onkologisch assoziiert sein. Und bei Kindern ist eben vor allem das, sind komplementassoziierte Formen spielen eine Rolle. Also immer brav ans Ecolizumab denken, ans Soliris. Und da nochmal sei erwähnt, Meningokokkenprophylaxe, antibiotisch und Impfung. Hier noch ganz kurz, wir schauen es jetzt nicht im Detail an, aber ihr seht aus dieser Publikation, die ich nochmal jedem empfehlen kann, sieht man,
war, welche Art der TMA, wie ist die Epidemiologie, die Pathogenese und wie therapiert man das Ganze? Wirklich wunderschön als Überblick. Wir sind am Ende angelangt. Wir sind am Ende angelangt und schauen uns jetzt noch kurz an die SARS-CoV-2-Impfung assoziierten Thrombosen. Und ich gebe zu bedenken, es ist Stand Mai 2021. Das Feld Covid ist ein sehr, sehr dynamisches und es kann sich immer ändern. Es gibt für diese Thrombosen, die im Rahmen der Impfung auftreten oder damit assoziiert sind, drei Synonyme, die aktuell präsent sind. Das ist die WIT, WIPID oder das TTS. Das ist, beschreibt alles das Gleiche. Und man muss sagen, die Inzidenz ist extrem selten. Okay, das bedeutet, der Nutzen der Impfung überwiegt definitiv das Risiko. Ob diese Vektorenimpfstoffe jetzt bleiben, sei sowieso dahingestellt, weil es natürlich eine Vielzahl an Impfstoffen gibt und die meisten Leute ohnehin mRNA-basierte Impfstoffe haben wollen. Aber gibt es halt nicht überall und auch in ärmeren Ländern vor allem haben wir halt das Problem mit der Kühlkette, dass die vielleicht nicht immer gewährleistet ist. Und die Vektorenimpfstoffe bieten auch einen guten Schutz. Aber das Thema Impfungen und Effizienz ist es nicht das Thema hier, sondern diese äußerst seltene Nebenwirkung. Die Inzidenz wird geschätzt auf kleiner 1 zu 100.000, aber das kann sich noch ändern. Vielleicht wird es als höher oder noch niedriger eingeschätzt. Aber es ist sehr selten. Was sind Risikofaktoren? Das wisst ihr ohnehin, schon wieder in den Medien alles breitgetreten, wenn es um Covid geht. Weibliches Geschlecht und Alter kleiner 50 Jahre. Man muss aber sagen, es sind jetzt nicht nur junge Frauen davon betroffen. Es kann auch betroffen sein, ein älterer Mann, ein 70-jähriger Mann kann genauso gut betroffen sein. Was man aber sagen muss, Covid selbst ist schon sehr prothrombogen und wir sehen natürlich bei Covid auch viele Thrombosen. Wer Angst vor Thrombosen hat durch die Impfung, müsste auch Angst vor Thrombosen durch die Erkrankung haben. Wann denken wir jetzt danach? Wir denken daran, wenn jemand nach einer Impfung mit einem Vektorenimpfstoff innerhalb von 4 bis 30 Tagen prolongierte Symptome hat, nicht nur kurze Zwicki-Zwacki, sondern prolongierte Symptome und je nach Lokalisation der Thrombose sind die anders. Wenn jetzt Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, neurologische Störungen habe, dann denke ich eher an eine Sinusvenenthrombose. Habe ich hingegen Bauchschmerzen, Übelkeit, denke ich eher an eine oder vielleicht Schmerzen im rechten Oberbauch, würde ich eher denken an Thrombosen im Splanchnikusgebiet oder eine Mesenterialembolie bei extremen starken Bauchschmerzen, die kommen und dann wieder verschwinden. Und dann noch einmal kommen, kann auch eine Pforta-Thrombose könnte man auch haben, theoretisch. Man kann auch arterielle Thrombosen haben in der Peripherie. Und erinnern wir uns, gibt es diese PES, Pale, Pulseless, Paresthesia, Pain, Prostration. Also die PES, die es halt gibt, wenn man eine arterielle Thrombose hat. Es kann aber auch nur eine tiefe Venenthrombose im Bein sein oder auch eine Pulmonalembolie. PE, Pulmonalembolie, und auch hier erinnern uns, was sind die klassischen Symptome der Pulmonalembolie? Plötzlich einsetzende atemabhängige Thoraxschmerzen mit Hämoptysen. Im EKG hätte ich eine Tachykardie, einen S1Q3-Typ, einen Rechtstyp, einen neuen, einen Rechtsschenkelblocker neu aufgetretenen, T-Negativierung in V1 bis V4. Alles unspezifische EKG-Veränderungen, die nicht sein müssen, aber können. Also zusammengefasst, es können Thrombosen in allen Regionen des Körpers vorkommen. Was sind die Diagnosekriterien jetzt? Die Diagnosekriterien sind folgende. Sie tritt auf nach einer Impfung mit einem Vektorenimpfstoff. Im Peak waren es 6 bis 14 Tage danach, aber es ist auch beschrieben 4 bis 30 Tage danach. Vielleicht merkt man sich am leichtesten, eine Woche bis ein Monat nach so einer Impfung kann das auftreten. Es sind venöse und arterielle Thrombosen sind möglich.
Es ist eine Thrombozytopenie vorhanden und die ist teilweise sehr ausgeprägt, bis 20.000 oder weniger. Und das ist jetzt wichtig, man macht einen Antikörpertest auf Plättchenfaktor 4 und der muss positiv sein. Und wir erinnern uns, bei welcher Thrombozytopenie ist noch der Plättchenfaktor 4 verantwortlich? Bei der HIT 2. Das bedeutet auch gleich, wir wissen, okay, die HIT2, heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ 2, tritt auch in der zweiten Woche auf und nach mehr als fünf Tagen, passt ja auch wieder hier. 4 bis 5 Tage frühestens kommt es. Und das impliziert auch gleich, dass wir in der Therapie non-heparin-basierte Antikoagulantien verwenden. Die Therapie ist jetzt natürlich im Progress. Es ist alles nur auf Expertenmeinungen basiert, das Ganze. Jetzt erkennen wir ja dieses Nebenwirkung, kann man erkennen, kann man gut therapieren. Es gibt halt noch keine Studienlage, welche Therapie die optimale ist. Aber bei hochgradigem Verdacht muss man die Therapie einleiten. Das heißt, ich habe von mir eine 45-jährige Patientin, die lässt sich impfen mit einem Vektorenimpfstoff und nach einer Woche kommt sie plötzlich mit, mit der Zeichen einer Pulmonalembolie, hat dann auch mit atemabhängigen Thoraxschmerz, mit Hämoptysen, EKG-Veränderungen oder sie kommt mit starken Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und ich mache ein CT vom Thorax oder vom Schädel und sehe halt eine Thrombose dort. Ich nehme den Plättchenfaktor 4 ab und initiiere bei hochgradigem Verdacht die Therapie und die Therapie ist IVIG, Immunglobuline, quasi IV, 1 Gramm pro Kilo im Körpergewicht für 2 Tage. Ein non-heparin-basiertes Antikoagulant, sei es von der Parinux, Danaparoid oder Agratuban oder auch die Doax könnte man geben. Gegebenenfalls macht man auch Glukokortikoide, aber bitte Thrombozytenkonzentrate vermeiden. Und dann kommt irgendwann das Ergebnis des Plättchenfaktors 4 und ist der Antikörper positiv, spricht es für die VIT-VIPTTS, ist er negativ, ist es eine Koinzidenz, weil jeder Mensch kann einfach plötzlich so eine Thrombose irgendwo haben. Gut, wir sind jetzt ganz am Ende angelangt bei den Take-Home-Messages. Die thrombotische Mikroangiopathie, die Trias, mechanische hämolytische Anämie mit Fragmentozyten, eine Thrombozytopenie und ein Endorganschaden, Niere und oder neurologisch, aber in allen Organsystemen kann es vorkommen. Bei Kindern ist es häufig eine infektiöse Genese durch ein Shigatoxin-assoziiertes Huss. Shigatoxin assoziiert aber nicht jeder mit einer Shigatoxin-assoziierten Diarrhö bekommt ein Huss, sondern nur 5-10%. Es gibt komplementvermittelte Faktoren, assoziierte Varianten, da gibt man Eculizumab. Hier bitte aufpassen, dass die Patientinnen Meningokokken geimpft sind und eine antibiotische Prophylaxe während der Therapie und darüber hinaus haben ein bisschen, weil eben die auch Meningokokken, die man nicht impfen kann, häufig ursächlich sind. Bei Erwachsenen, die eine TMA haben, immer sekundäre Ursachen ausschließen oder an die denken, eben maligne Hypertension, Autoimmunerkrankungen, Drug-induced TMAs vor allem. Und wir machen eine ADAMS-13-Bestimmung, weil das halt häufig ist bei Erwachsenen. Und der Plasmapherese und Caplacizumab wären die Therapie der Wahl in diesem Fall bei der ADAMS-13-Variante. Und noch einmal VIPID-TTS, Stand Mai 2021. Es ist extrem selten, ca. 4 bis 30 Tage nach einer Impfung mit einem Vektorimpfstoff. Plättchenfaktor 4 muss man bestimmen, ist dann beweisend. Nach einer Impfung plus Plättchenfaktor 4 plus Thrombose ist beweisend dafür. Und man gibt als Therapie Immunglobuline und Non-Heparin-Antikoagulation. So, ich danke recht herzlich für die Aufmerksamkeit und stehe für Fragen dann per E-Mail zur Verfügung, beziehungsweise ihr könnt uns gerne natürlich auch auf unserem YouTube-Kanal da unten dann bei der jeweiligen Präsentation eine Frage stellen. So, wie mache ich das Ganze beenden? Ja, dann alles Gute und schaltet das nächste Mal wieder ein. Ciao.